Hallo, ich bin die Lena von den Holzpiloten und ich zeige euch heute, wie man Tischplatten richtig schleift. Zuerst müssen wir auf jeden Fall prüfen, ob die Tischplatte unbehandelt, lackiert, gewachst oder geölt ist und starke Beschädigungen aufweist. Zuerst erkläre ich euch, wie man bei einer unbehandelten, lackierten oder gewachsten Tischplatte vorgeht. Grundsätzlich fängt man auf jeden Fall mit der Unterseite der Tischplatte an. Im ersten Schritt benutzt man dafür ein Schleifpapier mit einer 80er Körnung und im zweiten Schritt mit einer 120er Körnung. Nachdem die Unterseite der Tischplatte geschliffen wurde, kommen wir jetzt zu der Oberseite und den Kanten. Dabei beachtet ihr bitte, dass ihr gerade mit der Maserung schleift und nicht in kreisförmigen Bewegungen. Sonst wird es nämlich nicht so schön und ihr bekommt ein unregelmäßiges Schleifbild. Anschließend ziehe ich die Oberseite und die Kanten der Tischplatte mit dem 320er Schleifpapier nochmal von Hand ab. Wenn ihr schon eine geölte Tischplatte zu Hause habt, dann reicht der letzte Schritt mit dem 320er Schleifpapier aus. Wenn ihr eine stark beschädigte Tischplatte zu Hause habt, tut es mir erstmal leid. Aber dann benutzt ihr bitte das 80er Schleifpapier und schleift erstmal diese Beschädigungen komplett aus, bevor ihr den normalen Vorgang fortsetzt. Pro-Tipp! Benutzt bitte keine Stahlwolle und kein Schleifpapier mit Metallanteil. Weil das Metall mit den Gerbstoffen reagiert und das zu Verfärbungen auf der Tischplatte führt. Wir hoffen, euch hat das Video geholfen. Wenn ihr selbst noch ein paar Tipps habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würden wir uns auch über ein Like oder ein Abo freuen. Und wenn ihr wissen wollt, wie man einen Tisch richtig ölt, dann schaut einfach ins nächste Video rein. Bis dann, ciao! Thank you.